Für den Schutz der Kinder im Flüchtlingslager auf Lesbos wollte sich die österreichische Regierung einsetzen. Die ÖVP hat im Vorjahr abgelehnt, Familien von dort aufzunehmen und wollte stattdessen vor Ort helfen, was für Zerwürfnisse in der Koalition gesorgt hat. Vor Weihnachten hat Außenminister Schallenberg versprochen, rasch eine Kinderbetreuungsstätte für 500 Kinder zu schaffen, gemeinsam mit der Hilfsorganisation SOS Kinderdorf. Allerdings, das ist noch nicht Realität, wie Gabi Konrad weiß. Das Lager auf Lesbos heute Vormittag. Diese Aufnahmen haben uns freiwillige Helfer zugespielt. Filmen ist bei Strafe verboten und SOS Kinderdorf betont, man halte sich daran. Die Lagerleitung hat das für alle Journalisten, auch alle NGOs verboten. Das wird nicht begründet, das wird so verordnet. Hier leben 7000 Menschen, darunter 2000 Kinder. Für 500 will SOS Kinderdorf seit Monaten eine Tagesbetreuungsstätte bauen. Aber hier im Lager ist das unmöglich. Ja, katastrophal schaut es dort aus. Also es ist kein menschenwürdiger Zustand, einen Container in ein Umfeld zu stellen, wo auch alles feucht und nass ist und auch der Container versinken würde. Das können wir uns nicht vorstellen. Zwischenzeitlich habe man immerhin 30 Kinder täglich mit dem Bus in ein anderes Lager gebracht. Dort gab es Essen, Schule und ein funktionierendes WC. Mit all dem ist jetzt Schluss. Corona-bedingt darf niemand mehr das Lager verlassen. Wann werden also 500 Kinder vor Ort betreut? 500 ist im Moment nicht realistisch, irgendeine seriöse Datum zu nennen. Die politisch Verantwortlichen müssten auch eine langfristige Lösung finden. SOS Kinderdorf habe auch in Österreich Platz. Wir können unmittelbar, wir haben das geprüft und die Plätze sind sicher 50 aufnehmen und könnten innerhalb einiger Zeit auch 50 bis 100 Kinder aufnehmen. Aber auch an der Hilfe vor Ort bleibe man natürlich dran. Die ist allerdings alles andere als ein Kinderspiel.